Ja, hallo, liebe Tunnelratten. Ich bin's, der Tenchi, und zusammen mit dem Ultbull, Mo, der da hinten ist, vielleicht seht ihr ja diesen kleinen Pixel da hinten, spielen wir Fortress Craft Evolved. Der Ultbull hat jetzt ausgemessen, von hier bis nach da, also bis zu der Seite hier, sind es 10 Blöcke. Und er ist jetzt hinten am Fahrstuhl, der runter zum Lithium führt und bohrt sich schon mal zur Seite, während ich mich jetzt hier gerade ausbohre. Genau. Und ich bohre mich auch direkt nach oben. Da. So. Ja, ich habe halt bloß eine einfache Bahn momentan. Die Frage ist jetzt so, wie weit darf ich mich nach oben bohren? Bis du bei mir bist. Ja, du kannst halt nicht direkt gerade... Oh, hier geht's nicht weiter. Ja, du kannst nicht direkt gerade bohren. Das finde ich auch gut. Da sagt irgendwas gerade Rumble. Hier ist irgendwas gerumbelt. Oh, haben wir vielleicht ein Erz entdeckt? Da haben wir ein Erz, ja. Also du sagst mal eine Weile dauern, bis ich überhaupt mal bis zu dir komme. Das ist halt kacke, weil ich hier, ich mache mal nur einen Zweier-Tunnel erstmal. Ich mache mal jetzt auch keinen super dick. Super dick. Ja, ein Dreier-Tunnel wäre nachher schon praktisch, weil man ja noch die Fließbänder bauen muss. Man kann ja nicht drüber laufen. Ich bleib hier einfach mal stehen. Oh, du bist ja relativ nah schon. Bin ein schneller Arbeiter. Fleißig, fleißig. So, ja, da kommt er. Ich bin ungefähr 10 Blöcke, konnte ich hochbauen. Naja, wir müssen ja noch nicht runter. Noch muss ich nicht runter. Wir müssen bis zum Silizium hinter und dann erst runter. Weil sonst müssen wir ja den ganzen Weg bis zu dem Fahrstuhl auch noch bewachen. Ach ja. Hier deswegen ist die Kreuzung. Genau hier. Halt, du bist schon viel zu weit. Aber wir können ja trotzdem genau. Ja, wo bin ich jetzt? Bin ich beim Fahrstuhl oder wo? Ja, jetzt sind wir genau beim Fahrstuhl. Weil ich würde gerne so rechts neben dem Fahrstuhl wahrscheinlich dann nach hinten weiter bohren. Oder drüber geht ja auch. Drüber geht ja auch, hast du ja recht. Hier ungefähr, nehme ich an. So, und dann in die Richtung. Okay, weiter geht's. Erstmal geradeaus bohren. So, und jetzt. Stimmt. Dann bin ich ja bald beim Sand, oder? Nee, der war weiter vorne. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Alles hier dunkel. Ah, hier habe ich zwei Löcher gebohrt. Aus Versehen. Das tut mir leid. So. In der Zwischenzeit haben wir wahrscheinlich so viel Fred schon aufgebaut oder Freed oder wie auch immer. Oben ist alles zerstört. Dass die ganze Base schon im Arsch ist. Wir dann irgendwann die Meldung kriegen, ja, kein Strom da. Und wir denken, hä? Oh, hier ist eine Höhle. So. Was ist das denn für eine Höhle hier? Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich sehe dich gar nicht mehr. Alter, du bist zu weit unten, glaube ich, ne? Ja, du bist sau weit unten, aber ich habe hier eine Höhle gefunden. Oh, schön. Ach, da, ich sehe es, jetzt sehe ich es nicht mehr. Das ist schwierig mit diesem Aiming-Dings, ich gehe mal auf die Waffe. Ach, das ist die Höhle, die wir ausgeschlachtet hatten. Hier sind überall Lichter. Okay. Aber ich würde trotzdem gerne geradeaus weiter bohren. Also... Ich sehe dich nicht mehr. Doch, da ist der Tenchi. Bin ich wirklich so weit weg? Ja, das Problem ist, wir haben ja keine echten Koordinaten, ne? Ja, Koordinaten ist immer so ist echt noch ein kleines, finde ich, ein kleines Problem. Hast du hier die Waffen alle aufgebaut? Ja, einfach nur so aus Spaß. Weil ich gesagt habe, wir müssen ja alles verteidigen. Dim. Was so ist hier los? Ich dachte gerade, was sind das für Gegner hier? Ich wollte schon losschießen. So. Okay, ich glaube, du bist so ziemlich da, Tenchi. Echt? Ah, ein kleinen Tick vielleicht noch. Au. Hier ist eine Höhle hier drüber, ja. Ja, genau in dieser Höhle befinde ich mich gerade. Ich habe keine Energie mehr, weil ich diese... Oh Gott. Ich guck mal, wie ich mich hochbuddel. Nein. So, ich muss erstmal aufladen ein bisschen. Ja, toll. So, lad mich auf, komm, mach mich voll. So, ist gut. Wenn dir nicht die ganze Zeit der Scheiß ins Gesicht fallen würde hier. So. Hier dürfte ich ja gar nicht runterfallen. So. So. Okay, ich habe die Lektion gelernt. Die Frage ist jetzt nicht, dass ich jetzt in dem Tunnel in der Höhle mich runterbuddeln muss. Ich brauch Wärme. Oh, ja, gib mir Wärme. Wärme. Sehr schön, ich habe ein bisschen Wärme bekommen. Okay, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier im Tunnel. Okay, jetzt wird schon rot. Because of Wärme. Okay, da geht's runter.
Oh. Hier geht es ein Stück höher. Tenshi, wir sind relativ gut aneinander dran. Du solltest, glaube ich, ein Stück zurückkommen. Oh Gott. Da muss ich ja mitten durch den... Du stehst genau richtig. Oh, warte mal, da ist ja die Höhle. Hä, wieso? Das Problem ist ja, dass ich da mitten durch die Höhle müssen wir jetzt. Ja. Aber ist okay, ist okay. Huch, nein, ich will nicht höher. Autsch. Aber hier ist genau der Abgang, Tenshi. Ich mach dir eine Fackel hin. Hier. Juhu. Da wo es richtig hell ist. Wo ist das Loch? Da, wo es hell... Da! Ach, hier. Ja. Wie hast du das jetzt... Wo ist denn das? Warte mal, jetzt das ist da? Noch ein bisschen schief. Ich glaube, das müsste das an der Seite sein. Au. Weil die Frage ist, wo geht jetzt das Band lang? Das ist ein bisschen schief. Das geht direkt auf den Hopper. Naja, wir müssen ein Band hochbewegen, ne? So. Ist eigentlich egal, welchen von den beiden du nimmst. Naja. Das ist wurscht. Warte, ich mach dir eine Plattform rein, damit du nicht stirbst. So, da kannst du drauf springen. Ich muss erstmal hier noch hochbauen. Achso, so. Dann musst du mal hoch. Naja, wir müssen ja bis nach oben auch kommen. Ja. Schöne Gerade. Aber dann können wir hier vielleicht tatsächlich besser so die Turmverteidigung so bauen. Oh, was baust du denn? Kacke. Bist du irre? Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Wir sind ein bisschen verrutscht. Also gut, ein Problem ist das nicht. Aber... Ah nee, doch, hier ist er. Was ist los heute? Was ist los? Okay, passt schon. Nee, hier müssen wir ja hin. Passt. Auf minus 300 Meter findet man Gold, sagte mir gerade. Ja, hatte mir auch schon mal gesagt. Fand ich geil. So, dann geht's hier hoch. Perfekt. Ja, ist ein bisschen doof. War schon doof. Ich hoffe, du meinst nicht mich. Nicht, dass ich doof bin. Doch. So ist denn sonst? Schwebende Lampe einfach mal, weißt du? Eine schwebende Lampe, wer kommt denn auf sowas? So. Ja, jetzt muss hier noch eine Fließbänder dann 1000 Millionen runter und nach oben und wie auch immer. Oh Gott. Krank, Alter. Und hier, aber auf dem Weg, der nach oben führt, muss man eh ein paar Türme irgendwie hinsetzen. Das wird witzig. Weil wir die alle betauert werden wollen. Hast du recht, die müssen, oh Gott, des Willen. Also im Tunnel ist es ganz gut. Also hier, ich meine, hier in der Höhle ist es gut, weil da können die, setz mal irgendwo weit ja, weg eine. Ja, das ist richtig. Oh shit, ich erfriere. Aber wir müssen ja auch den Gang, da müssen wir den Gang ein bisschen breiter machen, damit wir da einen Turret hinsetzen können. Also die Hoch- und Runter-Geschichte hier. Ja, ja, das. Erstmal würde ich gerne mal wissen, wo wir überhaupt die Fließbänder anfangen, in welche Richtung wir die bauen dann. Ich komm jetzt mal runter. Ich sterbe gerade so ein bisschen, ich muss mal runter. Woran stirbst du denn? Was ist los? An Überhitzung gerade. Ich komme! Au. Ah, nee, hier ist ja nichts. Ich muss ja noch ganz nach vorne rennen. Ach, nee. Was? Oh nein! Fuck! Alter! Was? Au! Ich bin runtergesprungen und wollte mich abfedern, ja? Und hab dann einfach komplett nach oben geschossen, hab das aus dem Loch rausgeschossen. Aber dann ist nie nichts passiert. Ich bin also weiter, wollte gerade runterspringen, aber einmal wäre ich übelst nach oben gezogen. Die ganze Höhle entlang gezogen wurde ich jetzt gerade. Kacke. Oh, das ist doch schön. Ja. Eine nette Höhle. Ja. Tenshi ist tot. Wieso ist das so ein Loch gewesen, lol? Was ist denn für ein Loch? Da war ein Loch. Kannst du mir glauben. Okay. Da war ein Loch. Okay. Tenshi und seine Löcher. Ich komm gleich wieder runter. Ich mobs jetzt einfach mal den Strom hier, sonst sterbe ich nämlich. Ja, ja, mobs ruhig. Ich komme jetzt mal direkt den regulären Weg zu dir. Ja, ich bin am Fahrstuhl. Achso, ich komme auch gerade. Naja, ich fahre gerade die Fahrstuhl runter. Ja. So. Hallo! Hallo! Ich sehe dich wieder. Geil. So, aber lang ist her. Aber ist schon geil, ne, was man hier also aufbaut. Und vor allem, das ist noch nicht mal annähernd tief, ja. Also, es geht ja so tief runter in dem Spiel. Aber es hat schon ein richtig geiles Flair, so hier lang zu laufen. So, schön tief, immer weiter in die Mine rein. Ja, fast gleichzeitig runtergefahren. Schön. Oh. Wie tief das runtergeht, krass. Und wie weit, ne? Wie weitläufig das alles schon ist.
Das ist, wenn du auf die Karte guckst, da freue ich mich ja drauf. Es soll ja Mine-Cards geben. Das hat ja jemand im Kommentaren geschrieben. Oh ja. Und dass man dann mit Zügen hier durch die Gegend schießen kann. Ach, da ist jetzt der Tunnel. Dann würde ich dann doch die Wand hier nehmen. Die hintere, ne? Ja, wobei eigentlich die vordere sogar besser wäre. Ansonsten, nein, die müssen wir ja, dann kommst du halt direkt auf den Hopper drauf, aber. Nee, das geht ja auch nicht, weil. Ist egal. Dann müsstest du ja hier zubauen. Nee, Low Storage. Ja, damit. Oh. Oh, was? Was? Was machst du denn? Eine Lampe. Ah, so. Mach dir einfach die Lampen weg. Hier ist voll hell gewesen. Jetzt ist es super dunkel. Ja, dann wird's gleich wieder hell. Mann. So, alles warm, kaputt, alles kaputt. Ich geh mal oben ein paar Sachen schmelzen. Okay. Und mich mal wieder auffüllen. Ach shit, ach, hier ist ja das Eisen. Ja, wir brauchen ja noch Zeug für die ganzen Fließbänder oder so. Oder hast du so viel dabei? Oder wir gehen nach zur Seite hoch. Hä, nee, Fließbänder habe ich nicht so viele, aber ich will erstmal überlegen, wie man überhaupt jetzt hier das nach oben baut. Weil ich sehe gerade, dass ja hier. Ich würde ja ehrlich gesagt auch diese Minenschächte, ne, wenn wir die Fahrstuhlschächte irgendwie mal ein bisschen hübsch machen. Ja, aber das ist schwierig, die zu bauen. Ja. Weil du einfach so durchsaßt, ja, raus, durch... Durchrauschst. Ja, durchrauschst. Das ist ein gutes Wort. Ich würde tatsächlich den sogar an der Wand lang führen. Immer an der Wand lang. Weil so kann man sich von oben nochmal nach unten bauen, ja, und trotzdem und diese Bänder setzen. Weil sonst wird es schwer, die Bänder überhaupt hinzusetzen. Ja. Ja, so kann man das von oben nach unten machen. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir hier so hochgehen. Kann ich ja hier mal so andeuten, wenn das überhaupt funktioniert nachher. Und direkt eine Pflanze reingekommen. Aber er spuckt es auf jeden Fall da aus. Das ist schon mal gut, das funktioniert also. Aber direkt eine Pflanze, geil. Genau, schön nach oben. So. Gehen wir hier nach oben und dann gehe ich jetzt nochmal hoch und baue mich schon mal ein bisschen. Nein, ich habe bis 23 Bänder. Ich baue erst noch ein paar Bänder. Und dann bauen wir uns von oben nach unten und machen dann das Fließband nach oben. Aber es ist krass, ne? Leute, ist echt krass. Also das Aufwand ist schon ziemlich krass, den man hier betreiben muss, um das Zeug ranzukriegen. Aber das ist aber so tief, es geht halt so tief runter. Ja, vor allem freu dich mal drauf, wenn wir die Sachen dann von 1000 Meter und unten hochholen. Es gibt ja noch die Teleporter, habe ich mir von uns angeschaut, die können wir theoretisch auch schon bauen. Die teleportieren 64 Blöcke weit. 64 Blöcke, ja. Aber nur auf Sicht, also die müssen sich auch sehen. Und von einem, dann musst du es in eine Storage-Hopper reinhauen. Und dann kannst du quasi eine verlängern. Kannst immer so teleportieren. Oh. Ist aber auch nicht großartig anders, als wenn man jetzt hier mit Fließbändern arbeitet. Nur, dass man halt die Fließbänder dazwischen weglässt. Das unbekannte Material hat 10 Punkte. Bringt uns das. Aber... Der Sand. Ah, ich mach das einfach mal. Ulpo, ich habe eine Idee. Statt Fließbänder hochzubauen und da überall Waffen hinzubauen, teleportieren wir es nach oben auf das Fließband. Oh, das können wir machen. Da können wir vielleicht zwei Teleporter verwenden. Die kosten ja nicht viel, ne, die Dinger. Ja doch, die kosten schon ein bisschen was. Aber das sind halt... Wo waren denn die hier? Die Matter-Dinger, wo waren da, Matter-Mover. Ja, 20 Tin. Aber das können wir uns trotzdem locker leisten. Ich hab ganz viel einstecken, ich kann die jetzt bauen. Ja, aber zwei Stück brauchen wir bestimmt. 64 Meter, also wir brauchen mindestens zwei, nehme ich mal an. Ich guck nur gerade, wo die sind, ich finde die nämlich gerade nicht. Bei den Logistik, also bei den Fließbändern, unter den Filtern. Oder für Fließbänder. Über den Storage Crate. Ah, da. Aber ich brauche ja trotzdem noch einen Haufen Basic. Oh, Lithium. Lithium fehlt. Lithium. Basic Conveyor Belts brauche ich trotzdem einen Haufen. Also baue ich da mal ein paar. Weil es ist so viel. Der schmilzt das Lithium noch nicht. Doch, er hat schon geschmolzen. Okay. Dann kommt alles weg. So. Ja, das dauert halt ein bisschen, bis wir das Zeug zusammen haben. Dann müssen wir noch Storage. Da brauchen wir also mindestens eine Storage dazwischen wahrscheinlich. Und oben auch nochmal. Aber das ist, glaube ich, geil. Weil dann müssen wir... Weil dann gibt es keine Fließbänder, wo die dann... ne? Geil. Nee. Geil. Ist echt geil. Ja, stimmt, das können wir für da unten echt benutzen, ne? Da wachsen ja, da einfach nichts. Also es geht dann da hoch und dann können wir das Fließband, was ich diesen Tunnel. Oh, das ist super. Da müssen wir die Waffen dann nicht irgendwie. Und denn die Waffen müssen ja noch lesen. Einen kann ich bauen. So, zack. Zwei bräuchten wir bestimmt, das ist bestimmt mehr als 64 Meter. Ein bisschen Zinn fehlt mir noch, aber ich glaube, da haben wir bestimmt noch. Ich habe auch noch was. 18 habe ich. 13 habe ich. So, ich habe reingetan. Ja. Und Lithium habe ich, glaube ich, auch nicht. Habe ich auch. Was, ja, Lithium habe ich plus 5 einstecken. Und reicht, ein Eisen. Reicht. Aber ein Storage bräuchte man auf jeden Fall noch. Da drin ist doch dein AFA-Upgrade. Wo ist das Lithium?
Ach so, ich soll das Lithium geben. Okay, yeah. Da. Ah, ist noch Diamanten noch mal reintun. Da in der Kiste ist noch dein Arfa-Upgrade. Ich will den Pilz rausholen, den Pilz will ich nicht haben. So. Und er kann jetzt ballern, ja? Glaube ich. Ja, wir können hier unten einfach mal so eine Pflanze angucken, die dann wächst und dann gucken, ob sie draufballern. Er hat auf jeden Fall andere Farben gekriegt, glaube ich. Okay, du hast jetzt zwei davon? Ich habe zwei davon. Aber wir bräuchten noch einen Logistik-Hop oder zwei sogar. Habe ich noch die billigen, damit wir sie jetzt testen können? Na, warte. Ich habe so viel Mats gerade einstecken, aber da fehlt 10, glaube ich, ne? Ja, ich habe noch drei billige, also notfalls können wir wenigstens damit wir es testen können, aber... Ja, 12, ein 10 fehlt, aber das können wir schnell rausholen hier. Da haben wir bestimmt irgendwo eine Möglichkeit. Logistik-Hopper sind einfach besser zu haben. Bräuchten wir aber 1, 2... Nee, ja, einen Hopper haben wir schon. Eins, dann oben, dann das Zwischending ist dann einer. Ich. Ja, zwei Stück bräuchten wir. Ja, ich kann nur einen craften. Ja, den anderen ist 10. Den zweiten brauchen wir noch nicht unbedingt, den können wir auch später hinsetzen. Okay. Dann lass uns das mal testen, das wird geil. Ein bisschen Energie noch holen. Ich hätte noch einen Logistik-Hopper einstecken, im Notfall. Ja, ich habe auch noch einen billigen einstecken, der reicht ja dann erstmal. Okay, dann testen wir mal. Das wird cool! Aber der braucht Strom, ne? Ist klar. Ach, der braucht Strom. Ja, gehe ich ganz stark davon aus. Ja, werden wir sehen. Ja, wahrscheinlich. Aber ist trotzdem noch einfacher, als da noch die Waffen zu befeuern. Ja, da bräuchten wir ja mehrere Laser, mehrere Powerblöcke, weil man das ja noch irgendwie dann stoppen muss und weiterführen muss und so. Na, du Raumanzug-Typ, Held. Du läufst gerade rückwärts, ne? Ja, ich guck dich an, weil ich dich so guck schön guck mich finde. Nicht an! Guck mich nicht an! Wie tief das runtergeht, Alter. Guck mal, wir müssen auf 60. Na gut, einer könnte teilweise sogar echt reichen. Wir kommen irgendwo 60 hoch. Wir sind bei 100, minus 122. Oh, da, guck mal, ob die jetzt schießen. Oh. Los, schießt. Schießt, Arthur, schießt sie tot. Wow. Der hat ja ein geiles Gun-Upgrade, doch. Das vielleicht ist super. Muss man das verwenden oder so? Ich guck, ich lese diese. Aber warum sitzt ihr denn jetzt auf den Storage-Hopper drauf? Hä, ich kann das bauen? Was? Ach, das ist ein Turret, wo der Arthur, glaube ich, dann sich dran setzt. Ach, da guck mal, da kannst du dann den Arthur reinsetzen und dann schießt der. Ja, und dann hat er ihn tot gemacht. Nee, ich habe drauf geschossen. Ach so, ne, jetzt mal. Schade. Du kannst ihn hinsetzen. Ach, den baust du, oder was? Setzt ihn hin und dann drückst du E. Hier musst du hinsetzen, dann E drücken und dann setzt der Arthur sich so rein. Klack. E. Aber ich sehe es leider nicht. Das ist ja cool. Also hier direkt auf dem Hopper könnte man ja draufklatschen, den Transmitter. Ja. Und wo ist Arthur jetzt? Der ist tot. Wo ist meiner? Ach, da ist meiner. So. Theoretisch direkt auf dem Hopper drauf. Warte. Aber warte mal. Ja, der guckt jetzt natürlich eine blöde Richtung, nehme ich mal an. Oder muss man den... Steht da, dass man den quersetzen muss? Nö. Keine Ahnung. Ja, ich da glaub, steht gar nichts drauf. Der sucht sich wahrscheinlich einfach seinen Weg. Aber er braucht halt wirklich Power. Der braucht Power. Ich habe noch. Hast du noch einen? Hatte ich nicht noch Power einstecken? Das ist der schlechte Powerblock. Ich brauche aber den großen, den billigen. Nicht den großen, sondern den billigen. Also, so. Theoretisch könnte ich das einfach... Hä, wo ist denn der Powerblock? Ach, wir haben ja gar keinen hingebaut gehabt. Nee, wir haben ja keinen. Wir haben den direkt draufgesetzt. Ich kann mir überlegen, ob ich einfach so mache. Aber das sieht kacke aus. Aber dahinter geht ja nicht, oder daneben. Und doch, ich könnte auch so. Aber da müsste ich übelst viele bauen. So, so, so und dann so. Ja, dann lass einfach mal testen erstmal. So. Ja, wobei wir... Wird schwierig mit dem Testen, wir brauchen ja noch einen... Ach, warte mal, der hat eine Anzeige. Ja. Yep. Kann ich die nochmal drehen? Hier. Ey, was steht 29, da drauf? 36 oh, von 512. 512 braucht der Max. Also, weiß ich nicht, ob das denn... Dann schiebt der wahrscheinlich den ganzen Schub von den Items da lang. Hä? Oh, der hat doch eine Richtung. Der hat doch eine Richtung. Da ist ein leichter blauer Pfeil drinne. Muss man ihn doch an eine Wand setzen wahrscheinlich. Ja, hier gehen so Strahlen weg. Der geht hier nach hinten. Dann kannst du jetzt nochmal... Du kriegst ein E. Ja, das wollte ich gerade sagen. So. Na, jetzt habe ich den Hopper auch mit abgebaut. Scheiße. Ich dachte gerade, ich krieg ein E, also kann ich noch abbauen. Nur war das ein bisschen blöd. Weil ich ihn schon abgebaut habe. Ja, also Hopper,
Ach, die habe ich jetzt wieder nicht da im Inventar unten drin. Ach, nervig. Das Falsche. Bauen an die Wand. Ja, wo ist er denn jetzt? Und du musst jetzt auch... Wo ist denn... Na, da. Okay. So. Nee, Ed musst du machen. Ed. Glaube ich, den Hopper, ne? So. Oder das ist ja wurscht, kannst du auch Ed und Remove machen. Ja, das kann ja eh nur in eine Richtung. Von ja. Und dann aber jetzt geht er nach oben. Jetzt geht er nach oben. Und da oben brauchen wir dann halt noch einen, der aber auch Power haben muss, ne? Okay, den habe ich ja. Ja, das ist eine Pflanze. Ich habe ja so einen Soul-Shopper. Aber baust du einen Affe auf? Nee, scheiß drauf. Ich wollte gerade aufbauen. Okay, und wie komme ich jetzt da hoch? Ja, so. Da wollte ich jetzt eigentlich, da könnte man sich von, man könnte sie von oben auch runterbuddeln. Das ist total scheiße, weil die ganzen Lampen hier sind und da ist noch ein Block drin. Naja, vielleicht einfach von oben runterbuddeln. Da ist ein blöder Kackblock. Ich will mich einfach von oben runterbuddeln, Ulwe. Oh. Ich hab, nee, die Lampen, da hast du keine Chance da, ey. Die Kacklampen, wer hat denn die Lampen da drin gemacht? Ja, komm, mach, zeig mir das. Schieß dich hoch. Hier, ich bin oben. Ich muss nur richtig schießen. Ah, Kacke. Ich bin ein bisschen falsch gesprungen, aber ansonsten bin ich oben dran. Ja, toll, wo steht diese Kacklampe da? Wer macht denn so eine Lampe dahin? Was? So ein Scheiß. Ich habe mal eine Lampe, eine weggemacht. Ah, da kommt er. Ja, da so funktioniert er. Das auch. Kaum aber ist die Lampe mal, weg. Der Strich, der kam gerade hoch. Mal gucken, bis weit der hingeht. Da müsste ja gleich nochmal einer kommen. Oh, ich glaube, der hängt hier direkt vor mir, bleibt der stehen, oder? Oh, nee, der ist gerade hochgeschossen, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich habe den gar nicht gesehen. Warte, ich muss das noch einsortieren hier, so. Na, wo ist er? Hä? Wann kommt denn der mal? Ja, der braucht ein bisschen. Vorhin hat er immer die ganze Zeit so, ganze Zeit. Warte mal, 24 Blöcke, 100, 22, der ist irgendwie bei 122 ist der. Okay, der hat gerade wieder gezeigt. Ach, da war gerade, ich habe gerade nach unten geguckt. Ja, du musst da unten gucken und dann geht er hoch und dann siehst du aber nicht, wo er hingeht. So, warte, dann geh ich mal ganz nach oben. Ja, ja. Oh, oder auch nicht. So, jetzt gehe ich ganz nach oben. Oh Gott. Oh Gott, das ist viel zu weit oben. Oh mein Gott! Wo fliege ich denn hin? Scheiße. Au. Alter. Okay. Ja. Auf jeden Fall sehe ich jetzt, oh, der Strahl geht komplett hoch. Der geht, ich habe es gerade gesehen, der geht komplett hoch. Ja. Also es reicht. Wo sollen die Fließbänder jetzt hin? Mach das mal auf dem Band hier. Ich komme erst mal rüber. Oh, oh. Zieh mich doch. Warum zieht er mich nicht? Jetzt zieht er mich, aber... Ja. Nein, doch, ich habe es geschafft. So, na, direkt hier auf den Boden kommen die. Ach so, die kommen direkt hier hin. Hier. Nee. So. Hier, noch höher. Sehe ich gerade. Die müssen da oben drauf. Okay. Dachte ich mir nicht gerade, weil der Strahl geht hier an dem Aber der Strahl kam, glaube ich, bis... doch, der kam ein bisschen hoch. Perfekt, genau hier. Genau hier kommt der Strahl an. Genau da. Da muss der Hopper jetzt hin, Hast du gerade gesehen? Ja. Naja, theoretisch muss der Transmitter da hin. Da muss ja der zweite hin. Ach, da muss wieder ein Transmitter hin? Ja, der muss ja angedockt werden. Oder? Ernsthaft? Nee, der schießt das doch direkt in den... Warte mal. Best use if you have a supply of power beams, resource from attached to another to another up to... Ja, to another steht da. To another Hopper vielleicht? Ja, ich setz mal den billigen hier hin. Mal gucken. Ach, geht. Geil. Oh, toll. Ja, der Logistik-Hopper hast du doch einen, ne? Oh. Ja. Geil. Das heißt, das Geile dabei ist ja, dass wir keinen zweiten Mitter brauchen, der auch keinen Strom braucht. Items drin. Oh, wie nice. Wie nice. Aha. Und da braucht man nur da unten das Ding ein bisschen verteidigen, den Hopper. Nee, der Hopper, der ist ja egal. Ja, vielleicht fressen die das Zeug ja aus dem Hopper auch raus. Nee. Wir haben doch immer die Eisen und so, haben wir da auch einfach den Hopper da stehen lassen. Ja, ja, ja. Hat alles immer funktioniert. Das heißt, wir haben noch einen Metamover haben wir noch übrig. Geil. Wir könnten theoretisch noch einen Stockwerk hochgehen, ne? Ja, aber wir haben ja eh den Gang jetzt schon. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit die... Ach so, wollte ja eine dritte Schicht machen, sonst kann man ja kaum bauen. Ich kann auch so machen. Aber durch die Lampen wird es jetzt richtig nervig. Ah. Ach so. Ja, zum Glück benutze ich nicht so viel Lampen. Okay. Sagte er und fand eine Lampe. Du hast ja ein Loch gelassen. Hä? Ja, weil irgendwie...
wurde ich gerade irritiert, weil irgendwelche Dinge runtergefallen sind. Ja, ich versuche das für dich schon mal ein bisschen. Na, momentan kann ich ja laufen. Rückwärtslaufen geht ja momentan. Ist ja. Kein Ding. Hä, die zeigen falsch rum. Ach, weil ich das Loch gelassen habe. Hm. Kaum macht man ein Loch hin, dann zeigen die da falsch rum. Weit muss man denn, kann man denn hier überhaupt. Hä? Ach, hier ist die Kreuzung. Okay, dann kann ich doch jetzt so bauen. Hier ist die Kreuzung. Wir sind schon durch. Also ich. Ja. So. Und dann halt geht's wo lang? Naja, es geht ja nur in eine Richtung, oder? Okay. Das heißt, hier kann ich wieder höher gehen. Hä? Okay. Ich hab mich gerade verlaufen. Wieso ist das so dunkel hier? Ja, weil ich das nicht unbedingt brauchte. Die Lampen. Du baust dich einfach nur nach vorne wie blöd und dann irgendwann setzt du mal wieder eine Lampe. Solange hier kein Loch im Boden ist, alles super. Pfeile zeigen auch noch in die richtige Richtung. Oh, bin ja schon da. Easy. Falsche Richtung. So, geil, Leute. Dann sind wir ja, da haben wir es ja schon. Wir müssen jetzt ein bisschen anschließen, dann ist das schon oben. Geil. Aber irgendwie kommt hier gerade nichts lang auf dem Band. Ist hier nicht eigentlich mal was drauf liegen schon auf dem Band? Das ist einfach nur zu langsam. Ist da überhaupt was rausgekommen aus dem Storyshopper bis jetzt? Ich habe was rauskommen sehen, aber. Ah, ich, okay. Ich bin wieder falsch. Ja, die sind ja super lahm, die Dinger. Okay, ich bin auch durch, glaube ich. Aber das ist wie bei Factorio. Es geht ja um die Kontinuität. Die müssen ja nicht schnell sein. Irgendwann kommt halt einfach. So. Ach, komm schon, ey. Tut schon der Rücken weh vom ganzen Bücken und so und die Dinger aufbauen. Irgendwann komme ich an. Irgendwann. Kannst ja mal gucken, ob was auf dem Band ist. Ja, ich check auch gerade, ob da alles richtig ist. Nicht, dass da vielleicht doch noch einer verdreht. Ah, hier kommen sie. Ja, kommen sie. La 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 la. Och. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin da. Es ist angeschlossen. Bis hoch. Das sieht zwar kacke aus, aber ich hab's getestet, es geht. Sehr geil. Und wie sagt die Zeit? Die sagt wahrscheinlich, wir sind schon wieder voll 27 drüber. Minuten oder 28, also perfekt. Ah, okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es angeschlossen. Die kommen hier gerade um die Ecke, also gleich. Ich finde das so geil mit den Transmittern, ne? Ja, das Problem ist halt, der braucht halt Strom, aber dafür können wir, dann könnte man theoretisch, wenn man tiefer unten ist, die einfach immer nur nach oben schießen. Ja. Damit diese ganzen Pflanzen nicht im Weg sind. Aber da kommen sie langsam angekrochen. Ey, zum Glück hat man so ein schönes Field of View. Stell dir mal vor, du würdest wie bei Minecraft hier rumrennen. Die Standort-View, dann würdest du hier in dieser Ecke nicht wirklich viel. Glaube ich zumindest. Alter, wie langsam. Sehr cool. Wir schleichen langsam rum. Und das hast du schon bis hoch durchgezogen? Ja, das ist durch. Als ich oben runtergegraben habe, habe ich immer die Dinger gleich mitgesetzt. Bei mir ist es abgehakt. Ach nee, das du zeigt kannst immer ja mal gucken, ob oben an. Im Storage Dirt drin ist. Wenn ja, okay. Dann ist es durchgehend. Wenn nicht, muss ich noch mal gucken. Ich fahr erstmal runter. Was? Ich bin auf dem falschen. Komm, fahr wieder hoch. Ach, die sind so, also komplett kontinuierlich hier. Fliegen ganz langsam, aber sie kommen. Geil. Schön. Hier mache ich mal zu. Schön. Wir das haben eigentlich das große Ziel schon erreicht, ne? Oh, hier das oben ist. Also für die komplette Aufnahme. Hier oben kann ja noch nichts sein, aber hier ist Dirt drauf. Die Schrägen fehlen hier noch. Ach ja, nee, na klar. Genau. Oben ich habe aber zufällig zwei Schrägen einstecken, Tenshi. Nice. Ich baue hier mal ein bisschen, dass man hier auch mal schnell zum Band kommt, so. Ich komme hoch. Zack. Schon. Also, die sind gerade mal in der Ecke gewesen, Ulpo. Das dauert eine ganze Weile dauern, bis die mal bei uns ankommen. Ah, das ist ja ekelhaft. Das geht so gar nicht. Ach, geht guck nicht. Mal. Ah, warte mal, noch eins höher bauen vielleicht. Mal gucken. Wie immer. Ich habe leider keine zum höher bauen. Und? Geht die das? Musst du von unten an. Nee, der muss gerade sein. Dann machen gerade so. Ist ja in Ordnung. Jetzt geht's. Oder? Ja. Da oben fährt er, das wird. Wunderschön. Und dann kann man hier einfach so zumachen. So wunderschön. Dann sieht das aus, ne, hier, als wäre das, wär das alles ganz normal. Aber das wird ewig dauern. Die sind gerade mal bei der Ecke gewesen, als ich gerade losgelaufen bin. Es wird eine Weile dauern, bis die hier ankommen. Denn
Dann kommt hier Dirt. Lithium rein. Ich hole mir mal das Dirt da raus. So. In die Crate kommt Eisen. Hey, Lithium, wo hast du jetzt Lithium? Und da kommt Kupfer. Ich hab noch 105 Lithium. Nee, hinten in die Storage Crate habe ich die. Hier hinten, die Crates. Die Kiste. Ja, ich hab das Lithium erstmal da reingemacht. Empty. Ach so, du hast echt jetzt in den. Ich weiß es gar nicht, ob wir die hier hinten reinpacken wollen. Weil, wenn man was bastelt, dann hockt man hier und dann kann man das hier schnell rausnehmen. Wenn man hier einfach mal ab und zu was reintut. Ja, ich weiß schon. Und das hier hinten vielleicht nur so als Deko-Zwecke vielleicht, weil sonst muss man. Naja, oder laufen. Wenn wir dann zu viel haben, ne? Das war hier. Ja, weil ich meine, Moment, das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn die erstmal voll laufen, wegen Energie, aber passt ja, ja momentan. So, wir sind jetzt bei 31 Minuten ungefähr. Ich finde es cool. Ziemlich geil. Also das ist ja schon ein großes Hauptziel mal gewesen, was wir irgendwann das mal machen Das war wollten. Ein großes Hauptziel und das haben wir erreicht in Folge was auch immer. 8 vielleicht, also Aufnahmesession 8. Ja, da sind wir irgendwo bei Folge 25 rum. Aber man lernt nie aus. Als nächstes sollte, das muss ich auf jeden Fall mal sagen, was man auf nächstes Mal gerne machen möchte, wäre tatsächlich der hier, wo war denn das? Hier, dieser Spinnenkäfig, wo ist denn der nochmal? Hier sind ja die Labore, ne? Ach, Denji. Ja? Guck mal unauffällig auf unseren Scanner. Unauffällig? Ja, 82%. Okay, dann bauen wir also Verteidigung bauen wir hier bald mal auf. Ja, das haben wir geplant. 82%. Wo ist denn dieser? Okay, glaub, wir bekommen Waffen. Bald den ersten Angriff. Aber das hier. Werden wir wohl erst in der nächsten Aufnahmesession machen. Lass mich noch schnell zu Ende reden. Ich würde gerne die Spider-Boss, das hier möchte ich gerne bauen, auf jeden Fall. Diese Base-Spider-Boss, also Spider-Bot-Base. Da brauchen wir aber 11 Stück davon. Aber geht eigentlich. Da brauchen wir 11 hardened PCPs. 11 Wire, 11 Tinplatten, das ist doch nichts. Ja. Kriegen wir locker hin. Und den Spider-Bot Blaster müssen wir auch noch bauen. Damit der hoffentlich auch ballern kann. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Ja. Weißt du, was ich mache? Nein. Wir haben ja einfach so eine AFA-Dinger hier hin. Also, ich stelle das einfach hin. Wir müssen ja nicht reinschicken. Den können wir dann reinschicken, wenn wir brauchen. Yeah, good idea, Herr Ultbull. Ne? Findest du auch. Ich mach den da oben hin. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall da, wo die Turret, der Turret, ja, ich mach den hier hin. So. Kann ich wissen. Meiner ist gar nicht mehr bei mir, oder? Doch. Dann drücke ich da drauf. Besetzen! Gut so. Nur der andere sieht's leider nicht. Nee. Power, der gibt von sich aus die Power. Ich kann meinen da auch reinstecken. Jetzt ist meiner da auch drin. Er gibt der von sich aus Power? Ja, aber 56 Alpha charged. Ach, jetzt ist er wahrscheinlich erst überhaupt powerfähig. Kann man da was reinstecken? Power? Nee, ich habe ihn rausgeholt gerade. Der Alpha Turret. Ja, 90% Energie ist da bloß drin. Keine Ahnung. Ja, naja, jeder hat. Das ist scheinbar auch so Client-Side-Geschichte. Das sollte wohl jeder seinen eigenen benutzen. Ich glaube, das Problem wird auch sein, wenn der Level hier über 100 ist. Ja. Dann kriegen wir permanent wahrscheinlich. Da kommen bestimmt permanent Gegner. Ja, mal gucken. Oh, meiner geht jetzt hoch auf 90%. Aber eine schöne Base haben wir aufgebaut schon. Sieht schon schön aus. Gefällt mir. Was haltet ihr von unserer Base? Ja. Ich finde die super. Mich würde mal interessieren, ob ihr das Gefühl habt, dass wir eigentlich vorankommen, dass wir was schaffen. Oder ob ihr das Gefühl habt, wir machen immer nur das Gleiche, immer nur irgendwelche Gänge bauen und kommen nicht voran. Da würde mich mal interessieren. Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und Tipps, Design-Tipps oder sonst irgendwas immer gern gesehen. Design-Tipps? Naja, was weiß ich, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, das und das könnt ihr noch bauen, das wäre auf jeden Fall cool. Können wir mal. Naja, zum Beispiel würde ich gern, also das Labor müssen wir irgendwann angehen. Diese Spider-Base würde ich gern bauen und Energie hätten wir genug, Leute. Wir können ja hier hinten, auch wenn jetzt alles aufgeruppt ist, hier können wir ja noch locker mehr hinbauen. Alter, es sind schon 2 Generatoren am Laufen. Krass. Und die laufen ordentlich, Oldboy, die laufen ordentlich, die 2 Generatoren. Das ist gut. Dann müssen wir hier bald weiter aufbauen, ausbauen, irgendwann. Aber wir haben ja Platz, wir können da ja locker noch ein bisschen mehr bauen. Gut, dann reicht's jetzt aber. Ja. Ne? Jetzt reicht's aber hier mit 34 Minuten wieder, alter Falter. Also Leute, wer rummeckert, wir haben zu wenig Folgen. Die ganzen Überlänge, die wir produzieren, ist es locker, sind das dann 7 Folgen in der Woche statt 5. Richtig.
Sie sind nur kompakt auf 5 Folgen statt auf 7. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüssi.